Herrschaften, Finanzkontrolle. Finanzkontrolle? Ja, warum wird das umgestellt? Herrschaften, es schaut jetzt gut aus. Sie kennen sich Kern jener Schmarotzermafia? Der, was mit der Landeshauptmann kürzlich festgestellt hat, das Land Südtirol indirekt und die Gemeinden direkt um Millionen schädigen. Also, wir haben auch Beiträge und Sozialleistungen empfangen, auf die, was wir an Unrecht haben. Ein Unrecht auf Sozialleistungen, ein Schmarrn kann ich gleich fressen. Seid ihr keine Migranten? Seid ihr keine Einwanderer? Seid ihr da geboren? Habt ihr also nur Zeit gehabt, etwas aufzubauen und rechtzeitig vorzusorgen? Die Gemeinde Lüsen hat ein Spitzenteam gegen euch eingesetzt. Lächerlich. Aber wo denn? Na doch, Sterz von Ihnen. Gemeinde Finanzpolizei, ab und dato Schlotter. Und hinter mir Fizzi, ab und dato Hintermeier 3. Alle Gemeinde, die ist umgestellt und Verstotterung ausgebildet. Aber echt unbestechlich. In Amerika fortgebildet, aber trotzdem verständlich. Er hat wie alle jungen Polizisten Englisch gelernt. Do you understand? Yes, Chef. Nicht du, sieh da. Was will denn die, du? Die Gemeinde Finanzpolizei? Mannschaften, schaut nicht so gut aus. 180 Quadratmeter, Südbalkon, so ein altes Wohnbauinstitut. Nicht hätte ich es gehabt, da. Gehabt? Jawohl. Die Gemeinde Finanzpolizei denkt voraus. Hinterweier und Kampel, die Wohnung, die braucht Beweismaterial. Nicht die Horde, die Wohnung sollst du durchkampeln. Jetzt scheißt er uns kaum mit Sympathisanten. Lieber Freund Pferdler, ist Ihre Tochter eine linke Studentin? Yes. Just. Ja. Es wird also seit Jahren von der Landesregierung ein Studentenstipendium. Werden wir gleich kontrollieren. Wie heißt das Gesetz Nummer 34, Artikel 67, Novelle 37, Abstrich 26, Dekret des Landeshauptmanns von 1792, AGV? Ehrlich gesagt, Kommandau. Das Geständnis von Ihrer Arbeit. Dass Sie studieren, Jus, ist ein Stuss. Dass Ihr nach dieses Stipendium illegal will, heißt widerrechtlich. Sie ist im Moment etwas krank. Ja, spekulieren Sie vielleicht auf ein Krankengeld. Look, Chef, look, das habe ich auf um. Wo hat das die Schneidpapiertierchen hin? Ja, gekauft. Was gekauft? Deine Wohnkassenzettelbelege. Ja, vor drei Wochen sind wir mal total verkehrt gewesen. Ja, ja, das wissen wir schon. Und mit dieser Verkehrung seid ihr zu Ihrem Herrn Vertrauensanstand einen bestimmten Bus Handy. Von der Kampel im Rano nur! Ja, und das hat noch nichts angeschrieben. Das wird er jetzt dann höchstpersönlich gestehen. Voll auf unter der Folter. Also, hat er sich krank geschrieben und hat er Ihnen vielleicht auch Nosentröpfen verschrieben? Sei es den vielleicht da? Nein, das ist ein Profil. Gestehen Sie es endlich! Gestehen Sie es endlich! Dieser Herr Doktor hat sich nicht nur krank, sondern auch noch Nosentröpfen verschrieben, dass er sich allerdings als Profil unter die Nase rimmelt. Wie heißt man das, wenn man für den gleichen Blödsinn dreimal kassiert? Hans-Peter Munter. Sozialleistungen! Ha! Wir haben nicht reich gehört.
jetzt dieses Beweismaterial nicht an? Jetzt lass dich nicht pflanzen. Scheiße. Schön heimzum, Gott, Leon! Erst mal weißt, das hängt ab, sonst warten wir das hier unten. Was wird das denn mit deinem Spielzeug da? Spielzeug, danke schön für das Stichwort. Und, Fräulein Tochter, geben Sie vielleicht zu, dass Sie vor Jahren ein auf natürlichem Weg dieses Kind auf die Welt gebracht haben? Ohne mein Affi Kat, so wie gar nicht. Affi Kat kann ich jetzt fressen, jetzt untersuche ich. Mein Affi Kat habe ich gesagt. Sie haben in der Gemeinde nicht angegeben, wer der Vater dieses Kindes ist. Mein Affi Kat. Was? Das Kind hat einen Vater? Ja. Dann schaut es noch letzter aus. Das Kind hat einen Vater, obwohl sie seit mehr als einem Jahr eine Unterstützung als alleinerziehende Mutter kassieren. Ja, das sagt sie ja schon die ganze Zeit. Suchen Sie Ihren Affikat? Ja, wenn Sie sagen, dass diese Frau von einem Affikat ein Kind hat, obwohl sie über Jahre auf Kosten der Sanität in diversen Apotheken diverse Verhängnis- und Empfängnisverhüllende Mittel bezogen hat. Herr Lies, Sie wollen mir die Affikatten sein. Ich bin all mein Interfehl. Und Ihr Hintertier ist ja nachher verschwunden. Hinter meiner drei haben was gefunden. Was sind Sie auf diese Spur, die das Affikatten führt? Ja. Die Unterhose. Wen gehört die Unterhose? Ja, in drei verschiedenen Ländern. Ach so. In einem gewissen Herrn Balmers, an Herrn Calvin Klein und an Hugo Buss. Alles Ausländer. Dann werde ich laut wohl wieder mal nicht drum, um ein Kind zu holen. Bitte mal rein. Bring den Unterhose auf die Gemeinde, vielleicht kommst du ja Strassenor bei der Frau. Warum und Gutierchen? Der Raum für was du machst, heißt nicht Gutier, sondern Gutpei, Trottel. Den werden sie sicher noch nachprüfen, oh mein. So, meine Herrschaft, jetzt denk. Schaut nicht so gut aus. Der Satz des Sanitätsassessorats ausgenommen, als wir eine Weihnachtsgans. Herr Gemeindepolizist, Herr Gefipo. Jawohl. Also, wie gesagt, wir haben Online-Beiträge empfangen, auf die, was wir auch Unrecht haben. Beiträge empfangen, bei Online, verstehen Sie gleich, Beiträge zu empfangen. Aber das Land hat ein Herr von Beamten belebt, von die Leichen, doch bis die Beiträge eingezahlt werden. Ja, die Beiträge haben wir ja alle Jahr gezahlt. Das ist ja nichts mehr da. Ja, denkt doch mal an die Zukunft. Ja, verdenke ich ja die ganze Zeit. Ich sage an, Rente gut, alles gut. Ja, da denken Sie alle. Aber wie soll das Land in Zukunft diese Renten bezahlen? Haha, ich bin Staatsangestellter. Der Tat ist wirklich das dieser Staat in Zukunft diese Renten bezahlen wird. Ja, wisst ihr nicht, dass dieser Staat seit 150 Jahren aus dem letzten Loch furzt? Dieser Staat ist alt und hässlich, dieser Staat ist kahl und leer. Denn seit 150 Jahren dazum stinkt er viel zu sehr. Dieser Staat ist hart und fallen und er knallt und schüttelt und schweint. Dieser Staat stinkt noch viel schlimmer als es scheint. Denn dieser Staat von Bunga Bunga, nun peinlich ist er weht. Kein Wunder, dass er zittert, kein Wunder, dass er weht. Der Staat von Bunga Bunga, um den er ist nicht tot. Und hieß er nicht Italien, dann wär der Staat schon tot. Dieser Staat ist fein verfallen, denn die Mafia macht ihn krank. 150 Kleinparteien produzieren nur Gestank.
dieser Stot ist faul und rostig und der Rost, der lag und frisst, bis der ganze Stot ein einziger Rost auf ist. Denn dieser Stot vom Bunga Bunga lobt einiges erweht. Kein Wunder, dass er zittert, kein Wunder, dass er weht. Der Stot vom Bunga Bunga, um den er es nicht schot. Und hieß er nicht Italien, dann wär der Stot schon tot. Dieser Stot feiert Geburtstag 150 Meter alt. Für ein Stot ist selten viel, es läuft den Durmwalder Kalt. In Geloden war er wohl, aber da löst er schnell dabei, bei der Jugend Jubiläumsmorzerei. Denn dieser Stot vom Bunga Bunga und einiges erlebt. Kein Wunder, dass er zittert, kein Wunder, dass er weht. Der Stot vom Bunga Bunga und dem er ist nicht schon. Und ist er nicht Italien, dann wär der Stot schon tot. Stot schon tot. Stot schon tot.